Neues Spiel plus Initiationsritus oder wie auch immer. Gibt es denn hier noch diesen Modus, wo man so gucken kann? Dieses Bodum, Bodum, wie war denn das? Ich habe das so ein paar Tage nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich fällt das jetzt hier schon weg, kann das sein? Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Alles klar. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs und bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren.
Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Hm. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Hm. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy. Läuft's bei dir? Gracias, Jonathan. Tja, unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Por fin llegó este día, qué felicidad.
geht's übrigens deinem Bein? Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind hier Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Hunger auf der Suche nach Loot. Loot mit Mut. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um. Ja, das haben die bestimmt auch nicht gehört, wo sie genau neben ihr stehen. Hey, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Kennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Disculpe, señorita. Mein Fehler. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Wenn ihr wüsstet. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollten gehen. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Wir sind schon da. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg.
Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Verdammt mal los hier. And action. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach das jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Komm schon. Mach endlich. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Dann lass mich doch Pfeil und Bogen benutzen. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Gerettet. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Ich komme mir da ziemlich leise vor hier. Was ist denn da los? Naja. Da haben wir ja schon den Salat hier. Ja gut. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. Okay, das müsste gehen. Alles klar. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern.
Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Schön auf Controller ausgelegt. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Blick zu dieser Höhle. Das ist es. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Taktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Die Schriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Alles klar. Was entdeckt. Was ist das hier? Bist du? Vielleicht ein Messer. Ja.
der Tauchaktion, ne? Wie kommt man sie denn tauchen lassen? Schwimmen ist dann tauchen. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Jetzt habe ich eigentlich schon alles schön vollständig. Ich hoffe, ich soll nicht mehr auf die Uhr übergeben. Ich habe geschossen. Was zum Sterben. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Läuft's?
Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Schade wieder zurück, oder? Offenbar habe ich da Gold liegen lassen. Oder nur Gold, meine Fehler. Die Glockenplattform hängt fest. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
da. War das Ding mit mir zu retten, das hier eigentlich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja klar, dass ich da jetzt kaputt geht, ne? Das ist doch alles gut. Ach. Jetzt sind sie fährst rum. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Ach, Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Da wird gar nichts mehr. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, blöd. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung.
Operation Blackout wurden wieder eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Status? Fast gelacht! Oh, da fehlte mir ja die Errungenschaftsfraktion. Was hat der gepasst? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Tja. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk an. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rook und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gammalida. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen, aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Basislager, das Signal lässt nach und rauscht. Basislager! Bitte kommen, Basislager! Sie machen Jagd auf uns! Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Hört ihr mich? Raus da mit dir! Du kannst... Du bist so gut wie tot! Oder auch nicht. Oder auch du. Komm, Fahrrad rein. Ich glaube, es auch noch eine Schaffung. Ah, nee, ich hab die Kisten. Deren Notebooks. Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Ich habe Helikopter immer gehasst. Schande.
Hoffentlich waren das alle. Ich glaube, das erste Mal auf jeden Fall, ne? Oh shit. Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist.
schwer hinauf. Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet... Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind.
Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kuvakiaku absetzen. Dann los. Vorbei. Ich bin mal wieder beim Flugzeugabsturz. Oh, shit. Das könnte ich gebrauchen. Hey.
sind sie? Ich muss sie finden. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Ja, da ich ja neue Spiel Plus gemacht habe, ist wahrscheinlich alles haben, dann kann ich diese Dinge hier noch freischalten, ja? Na gut. Das waren alle meine Fähigkeiten. Was futsch. Hilfe. Ich hab keine Angst. Okay. Da ist ein Monogramm eingestickt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. Kann sein, muss auch sein. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich brauche was zum Durchschneiden. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, ja. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Jetzt zurück ins Lager. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Das Lager kann man das jetzt. Okay. Dann wird es mal ein Messerchen. Wir müssen nur fürs Messer herstellen. Ist klar. Ja. Das müsste scharf genug sein.
Irgendwas hält die Vorräte noch. Was macht das Seil, oder? Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Verdammt! Dann mache ich hier erstmal Päuschen an der Stelle.